die Toiletten. Gibt es vorne in der Halle, wo die Akkreditierung auch stattgefunden hat, ganz hinten durch, oder hier vorne links, an dem Großplakat vorbei. Dann gibt es das Catering, das hat ein tolles Angebot zusammengestellt, ist für jeden Magen und für jeden Geldbeutel was dabei. Nutzt es reichlich, wir können die Sachen gerne mit in die Halle nehmen zum Essen, oder ihr geht hinter in Halle 4, dort gibt es auch ausreichend Tische und Stühle. Da könnt ihr euch übrigens, wenn es euch mal ein bisschen zu viel ist, auch generell hinsetzen und ein bisschen miteinander quatschen. Zudem haben wir in der Halle 4 ein paar Infostände von Arbeitsgemeinschaften. Piratorama ist vor Ort, den könnt ihr leicht beim Senden zuschauen. Die Schleswig-Holstein-Piraten suchen noch weitere Wahlhelfer, Wahlkampfhelfer. Oder ihr geht in unser wunderschönes Bällebad, was dank vielen Spendern zustande gekommen ist. Piraten momentan ihre Spendierhosen anhaben. Wir haben es innerhalb von wenigen Tagen geschafft, 3.600 Euro zusammenzukriegen, damit wir hier drüben noch zwei Gebärdendolmetscher engagieren konnten. Okay, also ich merke gerade ausgedruckt. Jetzt ist es so, dass ich gestern mitbekommen habe, der Parteitag wird wohl etwas länger dauern, wie wir ja schon vermutet haben. Das heißt, wir bräuchten noch mal ein bisschen Geld. Wer bereit ist, noch was zu spenden? Ich habe dort unten bei dem Informationsstand mit dem Leuchteschild habe ich eine schöne Kasse. Dort könnt ihr gerne noch was reinwerfen. Wer seine Kinder für die Betreuung abgeben möchte, wir treffen uns gleich hinten zum Eingang bei Halle 4. Dort könnt ihr das dann abgeben. Es gab gestern eine schlechte Nachricht. Und zwar hat uns die Kindergärtnerin, die wir engagiert hatten, die sich bereit erklärt hat, die ist leider krank geworden. Ich möchte mal einen kleinen Sonderapplaus für Susanne Graf, die das kurzfristig übernommen hat. Gut, dann suchen wir nach wie vor Wahlhelfer. Und zwar haben wir diese wunderschönen Uhren immer an der vordersten Platz des Tisches. Wenn ihr da sitzt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen, wir dürfen daran helfen. Außerdem haben wir hier vorne einen Tisch, wo man sich auch gerne hinsetzen darf. Es kann natürlich sein, dass ihr dann von der Orga mit weiteren Aufgaben betreut werdet, dass ihr mal kurz irgendwo was holt, was hinbringt, etc. Das ist der Tisch hier ganz vorne rechts. Gab es sonst noch was? Ach ja, wer in der Halle übernachten möchte, die Übernachtung ist vorne in Halle 1, das heißt hier ganz am Ende durch. Da ich schon gehört habe, dass gestern Nacht ein paar Bäume abgesägt wurden, wir haben Europacks besorgt. Was? Das gibt es auch hier vorne an der Information abzuholen. Ich würde auch jeden, der in der Halle übernachtet, bitten, um die Umkosten ein bisschen niedriger zu halten, eine Spende von 5 Euro pro Nacht. Ich denke, das ist durchaus angemessen. Außerdem wäre es toll, wenn ihr euch im Wiki entsprechend eintragen könntet auf der Übernachtungsseite vom Bundespartei. Einfach, dass wir so ein bisschen den Überblick haben, wer in Halle 1 übernachtet. Und schaut ein bisschen auf euer Zeug, weil wir dann keine Haftung für verlorene Gegenstände übernehmen. Außerdem ist es so, dass bei der Anzahl, die momentan im Wiki schon steht, die Duschen wohl etwas knapp werden. Wir haben für zwei Geschlechter jeweils 5 Duschen. Das ist schon etwas wenig. Die transsexuellen Eichhörnchen können gerne drüben in der Tierauktionshalle den Wasserschlauch nutzen oder sie fragen bei anderen Geschlechtern um Asyl. Gut, was habe ich sonst noch? Auch wenn es hier für den Saal jetzt nicht sonderlich wichtig ist, wir haben einen Stream. Den hat Plätzchen hier gestern Abend noch freundlicherweise besorgt. Zudem habe ich erfahren, dass das N24-Team auch im Internet überträgt. Vielleicht könnt ihr das nochmal eben über Twitter, Facebook oder sonst was rausposaunen, dass die Leute zu Hause das auch mitnehmen. Soweit ich weiß, Plätzchen, die Streamadresse ist stream.piraten-bpt.de. Außerdem ist es so, dass wir schauen, dass wir die Reden direkt danach bei YouTube hochladen, sodass man durchaus zeitnah sich die Reden nochmal nachgucken kann. Außerdem ist es so, jetzt kommen wir zu den Fails der Orga, dass wir etwas in der öffentlichen Verkehrssituation unterschätzt haben. Es gab aber freundlicherweise von der AG Flausch gibt es einen Taxiservice, den kann man sich über Twitter bestellen. Für Sonntagnachmittag bzw. Sonntagabend, wenn der Parteitag vorbei ist, wir haben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nochmal geredet. Wir werden morgen Nachmittag einen Bus vorbeischicken, bei dem können die dann Tickets vorkaufen. Und nach dem Parteitag stehen dann ausreichend Busse bereit, die euch zum Bahnhof bringen.
Noch ein paar Sachen für die Statistik, wenn es interessiert. Wir haben momentan etwa 1000 Tische im Einsatz. Das ist alles, was die Holzenhallen hergeben. Daran sind 2800 Stühle. Wir haben mittlerweile 7 Fachmöglichkeiten, eben nicht aufgrund von Fails. Über 100 Switche im Einsatz. Etliche Kilometer an LAN, Strom und Audiokabel. Und ich möchte nochmal allen Helfern danken, die heute Nacht bis spät in den Morgen reingeschuftet haben, damit hier alles steht. So, dann sagt schon, ich muss aufhören, von denen nur noch 2 Sätze. An dem Parteitag sind über 15 Organs beteiligt, wir haben knapp 100 Leute im Presseteam und gestern haben so etwa 50 Aufbauhelfer mitgewirkt. Wir haben uns für den Parteitag Technik im Wert von 80.000 Euro geliehen und gesamthaft werden wir etwa 50.000 Euro so nochmal zahlen. Rechnen wir das mal runter auf die Minute, kostet die Minute momentan 44 Euro. Also was ich jetzt gerade erzählt habe, danke an die 6 Mitglieder, die das möglich gemacht haben. Ich habe noch eine weitere Durchsage zu machen. Wir wurde mitgeteilt, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Presse ganz dringend LAN-Kabel brauchen. Ganz dringend LAN-Kabel brauchen. Die sitzen hier zu meiner Linken. Mir wurde auch mitgeteilt, sie werden auch bereit dafür zu bezahlen, wenn jemand ein LAN-Kabel verkaufen möchte. Feel free, bitte Sie, zu meiner Linken, zu den Vertreterinnen und Vertretern der Presse. Wir bitten euch, dass ihr alles, was mit der Versammlungsleitung geklärt wird, auch für dieses Antragsbüro gemacht wird, weil dort sitzt auch immer eine Versammlungsleitung und wir wollen die Bühne ja nur frei von Störungen halten. Für diejenigen unter euch, die noch hier auf dem Parteitag waren, noch so ein paar oder eine der wichtigsten Sachen. Wenn ihr die Arme so hoch hebt, zeigt ihr uns einen GO-Antrag an. Diese GO-Anträge werden oder so, diese werden priorisiert behandelt. Und es gibt verschiedene, zu denen komme ich nachher nochmal. Aber ich möchte euch bitten, einmal die Hände anheben und sagen, die GO-Antrag auf, ich würde ja jetzt gerne mal, dass wir alle, es ist kein GO-Antrag, ich bitte euch, die GO-Anträge nicht als Ersatz für Redebeiträge zu nutzen. Wir werden das dann dementsprechend kommentieren. So, genug der Worte, jetzt kommen wir mal zu den ganzen Formalien. Ich eröffne hiermit den 10. Bundesparteitag der Piratenpartei Deutschland hier in Neumünster und heiße euch alle herzlich willkommen.
Marina Weißband das Wort erteilen. Wusst ihr denn eigentlich? Und ich möchte dann darum bitten, dass wenn wir in die Versammlung gehen, dass die Kameras von der Bühne ferngehalten werden, dass wir die Bühne frei haben. Ich erteile das Wort an Marina Weißband. Klein. Hallo liebe Menschen. Ich hatte das Glück, im vergangenen Jahr politische Geschäftsführerin einer in jeder Hinsicht völlig außergewöhnlichen Partei zu sein. Und ich kann mich nicht genug dafür bedanken. Wir waren jung und wir waren klein, aber wir haben schon Geschichte geschrieben. In dieser Geschichte beginnt dieses Jahr, wie jedes Jahr, für uns ein neues Kapitel. Und wieder ändert sich unsere Arbeit qualitativ und wird unterschiedlich von dem, was wir bisher getan haben. Jetzt werden wir ernst genommen und es wird gegen uns geschossen. Und unsere Schutzwurst war kurz. 26:45, jetzt werden wir ernst genommen. Wir müssen daran denken, dass das ein normaler, natürlicher Prozess ist. Politik funktioniert leider im Moment immer noch so, dass Neues erstmal abgewehrt wird, weil Wettbewerb im Vordergrund steht. Aber das macht nichts. Letztlich ist es genau der Prozess, den wir tausende von Malen intern gemacht haben, der ständig bei uns passiert. Letzten Endes machen wir der Gesellschaft ein Angebot und es ist Aufgabe der Gesellschaft, dieses Angebot auf Herz und Nieren zu prüfen. Aber abgesehen von diesem Angebot gibt es ein paar Dinge, die ich nicht nur anbieten will. Es gibt ein paar Dinge, für die ich kämpfen will. Und das ist der Glaube daran, dass alle Menschen wertvoll sind, unabhängig von ihrer Herkunft, Meinung oder ihrem sozialen Status. Als es im Moment geschieht. Wir können ihnen mehr Freiheit geben und mehr Verantwortung. Und wir glauben daran, dass das untrennbar ist. Es ist der Glaube daran, dass wir Menschen vernetzen müssen, weil aus einem Netzwerk die besten Ideen für eine Gesellschaft und für die Zukunft entstehen. Wir tragen im Moment eine riesige Verantwortung, weil wir wissen oder zumindest ahnen, dass die Gesellschaft sich grundlegend verändern wird. 28:21. Ob wir wollen oder nicht, das ist scheißegal. Wir sind diejenigen, die sich überlegen, wie Politik für so eine neue Gesellschaft aussieht. Und da gibt es so eine Menge Fragen. Wie machen wir das mit der Sozialpolitik, wenn wir irgendwann nicht mehr Arbeitsplätze für alle haben, weil so viel automatisiert ist? Wie sieht Familie in einer immer individuelleren Gesellschaft aus? Wie definieren wir Arbeit neu? Was müssen unsere Kinder in Zeiten von Wikipedia eigentlich in der Schule lernen? Was müssen wir verändern? Und vor allen Dingen, wie können wir mit den neuen Mitteln als Partei in neue Positionen kommen? Wir probieren Konzepte aus. Wir nehmen diese Konzepte vor. Und eines dieser Konzepte ist dieser Parteitag in dieser Form. Wer von euch auf Parteitagen der Piraten war, weiß, dass so ein Parteitag eine Art eigenständiges, lebendiges Wesen wird, durch die Interaktion der vielen verschiedenen Charaktere, die hier sind. Und nichts spiegelt die Vielfalt und die Vernetztheit, das Verantwortungsbewusstsein und die Verspieltheit dieser Partei so wider. Nirgends ist sie so zu spüren wie hier. Bisher haben wir die allerbesten Entscheidungen als Partei demokratisch getroffen. Und zwar mit jedem, der mitmachen wollte. Also bitte ich euch, lasst uns diese Magie heute wieder wirken. Lasst uns einen geilen Vorstand wählen. Ja, ich mach jetzt mal ein Bild, weil wir hier Versammlungsleiter wählen. Ja, ich überrascht. Alles klar. Gibt es weitere Kandidaten? Bitte melden Sie sich
Ganz kurz, ich möchte mal die Presse bitten, von der Bühne zu gehen, weil wir haben hier zumindest auf der Bühne ändern. Wenn wir jetzt auf der Bühne sehen, ist das ganz cool. Ich habe eben die ganze Zeit aufgelassen. Wir haben noch einen Bericht. Du möchtest auch für Versammlungsleitung kandidieren? Weiter. Noch mehr Kandidaten für Versammlungsleitung? Ja, ich glaube, du kandidierst schon. Dann musst du hier oben bleiben, heute, wenn du kandidierst. Möchtest du dich vorstellen? Jetzt wird gewählt. Jetzt hier in der Zeit. Hallo zusammen. Ich heiße Falk Dammersch und komme aus München. Und ich kandidiere für den Beisitzenden. Kabel. Haben wir das Licht hier? Nein, ne? Rucksack. Gut, dann bitte ich um eure Abstimmung. Wer ist dafür, dass Jan und sein Team Versammlungsleitung machen? Vielen Dank, Gegenprobe. Wer ist dagegen? Okay, vielen Dank. Dann ist Jan Versammlungsleitung. Vielen Dank. Gut, ich habe das gesehen. So, dann fangen wir mit meinem Lieblingsthema an. Gewinner, die Nummer 59634. Möge sich bitte hier seine Akkreditierungsunterlagen abholen. Nummer 59634. Wir brauchen Protokollanten. Wir haben auch wie das letzte Jahr den Jens Wolfgang Schicke und haben noch einen zweiten. Wir haben die Ines noch dazu. Gibt es weitere Freiwillige für den Protokollantenjob? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung der Protokollanten. Wer für Jens und Ines ist, möge jetzt bitte die blaue Karte heben. Wer dagegen ist, die andersfarbige Karte. Rote Karte. Damit seid ihr Protokollanten. Herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir erst die Geschäftsordnung, erst den Wahlleiter. Dann brauchen wir einen Wahlleiter. Eine Kandidatur ist bereits eingegangen. Stefan Urbach, gibt es weitere Kandidaten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ja, das kannst du ja gleich sagen. Dann kommt Stefan zwei Wochen. Hallo. Ich trete nicht alleine ab. Ich habe mich mit dem Team vorbereitet. Ihr seht ja schon mal die Ohren und dergleichen. Das waren Michael Ebner, Jakob Fender, Jochen Huber. Ich habe auch den Wahlkampf-Vorschreiber gefunden. Das ist Philipp Schnabel. Und wir treten zusammen an, um die Wahlleitung zu machen, dass wir hier die Wahl wunderbar über die Bühne kriegen. Das ist der größte Parteitag. Es sind 120 Wahlhelfer nachher im Einsatz. Und ich würde mich freuen, wenn ich das mit den Leuten zusammen machen darf. So, dann kommen wir zur Abstimmung der Wahlleiter. Wer für die Wahlleiter ist, gebe die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Damit herzliches Beileid, Stefan, du hast den Punkt. Wir haben einen Gewinner. Ich habe hier ein schwarzes Notizbüchlein gefunden. Vom Konzeptum. Wer das gehört, der möge bitte vorkommen und wir machen eine Verifizierung. Dann kommen wir zur Geschäfts- und Wahlordnung. Es gibt derzeit, also ich stelle erst mal unseren Vorschlag vor, wir haben einen EU-Vorschlag gemacht, der enthält zwei Alternativen zum System der Vorstandswahl. Ich sage erst mal allgemein etwas zu dieser Geschäftsordnung. Wir haben sie etwas verschärft, zu den Gründen der Verschärfung, dass die
Darab, wie ihr hier oben seht, haben wir einen Zeitplan. Der Zeitplan besagt, dass wir heute 21.30 Uhr fertig sind und morgen 19 Uhr, wenn wir morgen anfangen. Dann haben wir gerade den letzten gewählt. Wir haben eine sehr sportliche TU, über die wir nachher noch kurz sprechen werden. Zu den Kritiken der Geschäftsordnung. Es gab eine Kritik, dass die Wiederakkreditierung nicht mehr möglich sein soll. Das war ein Fehler von uns, dass das drin ist. Das ist rausgeflogen. Zu den Geschäftsordnungsanträgen. Es gibt die Geschäftsordnungsanträge Zulassung des Gastredners, Ablehnung eines Wahlhelfers, geheime Wahl, geheime Abstimmung, Wiederholung der Wahl an Abstimmung, Auszählung einer Abstimmung, getrennte Wahlgänge, Änderung der Reihenfolge der Wahlgänge, Geo-Alternativantrag, Schließung der Rednerliste, Wiedereröffnung der Rednerliste, Begrenzung Redezeit, Einigung der Meinungsbild, Unterbrechung der Sitzung, Änderung der Tagesordnung und Geschäftsordnung. Einige der Anträge sind schriftlich zu stellen und haben auch das Meinungsbild, weil wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass das Meinungsbild bei uns immer sehr viel Interpretation gefordert hat, dass wir versuchen mussten, rauszufinden, was möchte er uns denn jetzt sagen. Wenn wir das schriftlich formulieren, ist es einfach besser und es geht dann einfach hier vorne rein. Dann wird es auch gleich gestellt. Dann gibt es zwei Alternativen zu den Geschäftsordnung, zwei Alternativen zu dem Wahlverfahren. Ich bitte jetzt erstmal Plätzchen, seine Alternative vorzustellen. Entschuldigung, ich bin etwas groß. Kurz zur Vorstellung, mein Name ist Philipp Rechter, aber ihr nennt mich alle Plätzchen. Das ist mein Ernst. Mein Vorschlag zur GO ist, dass wir, lesbar in § 10 im Wiki, dass jeder Kandidat zunächst 5 Minuten erhält an Zeit, in denen er sich vorstellen kann. Maximal 5 Minuten. Alle Kandidaten stellen sich eine Reihe nach vor, also erster Kandidat stellt sich vor, danach der zweite, danach der dritte. Erstmal alle Vorstellungen. Während der Vorstellung werden hier dann Urnen aufgebaut, in denen Fragen schriftlich eingeworfen werden können. Auf den Fragen kann stehen, wer sie stellt, muss aber nicht. Wenn sich alle vorgestellt haben, werden diese Urnen geschlossen. Und aus der jeweils den Kandidaten zugeordneten Urne werden ihm für mindestens 5 Minuten Fragen gestellt. Sie werden also gelost, vorgelesen und die Antwortzeit ist die Zeit von 5 Minuten plus die, die er noch übrig hat von seiner Vorstellung. Wenn das geschafft ist, gibt es noch eine letzte Urne, das wäre mal N plus eine Urne. In dieser Urne kann man allgemeine Fragen einwerfen. Diese allgemeinen Fragen müssen mit Ja oder Nein beantwortet werden und können dann mit Handzeichen beantwortet werden. Das heißt, die übliche Frage, bist du Volljurist beim Schiedsgericht, muss dann nicht jeder hier hinrennen und sagen, ja, sondern er kann auf die Hand aufgeben. Die Idee dahinter ist, dass jeder Kandidat dieselbe Zeit hat und dass jeder Kandidat fair behandelt wird, weil er genau dieselbe Zeit hat, egal ob er wie bekannt oder unbekannt ist. Und zweitens, es gibt keine Rangeleien am Mikro dadurch, weil die Fragen ja schriftlich gestellt werden. Außerdem hoffe ich, dass die Fragen dann auch klarer gestellt werden, weil wenn man schreibt, dann kann man sich das ja nochmal durchlesen. Außerdem hoffe ich, dass dadurch Leute, die sonst nicht ans Mikro gehen würden, weil sie etwas schüchtern sind, auch Fragen stellen können und nicht nur die üblich verdächtigen Fragen stellen. Und das ist die Grundidee. Also die Idee ist also eine möglichst faire Behandlung aller Kandidaten. Und außerdem ist das Ganze recht berechenbar. Der Zeitplan, der da steht, ist erstmal mit dem Modell gerechnet, obwohl wir auch bei Flo's Modell mit etwa 10 Minuten rechnen, nur da wissen wir es nicht so genau. Bei dem Modell wissen wir, wie lange wir brauchen und können sagen, ja, wir werden am Sonntagabend fertig, wenn wir sportlich sind. So, das war's. Ich bitte euch um Zustimmung, noch nicht jetzt. Jetzt stellt bitte Flo seinen Antrag vor. Er ist etwas anders. Ich bin ein bisschen kleiner mit Plätzchen. Einmal mit Profis, ja, Leute, die ihre eigenen Passwörter vergessen, gruselig. Mein Vorschlag zur Vorstellung der Kandidaten ist, jeder Kandidat erhält 3 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Anschließend
Stimmt die Versammlung darüber ab, ob sie den Kandidaten befragen will oder nicht? Wenn die Versammlung den Kandidaten befragen will, wird wie im Plätzchensverfahren aus schriftlichen Fragen gelost. Und zwar 6 Fragen lang. Dann wird darüber abgestimmt, ob die Versammlung mit der Befragung zufrieden ist. Wenn die Versammlung mit der Befragung zufrieden ist, ist die Befragung beendet. Wenn sie nicht zufrieden ist, wird für 10 Minuten eine offene Befragung eröffnet. Und nach 10 Minuten wird erneut abgestimmt, ob weiter befragt werden soll, etc. Der Vorteil an diesem Verfahren ist, dass wir bei Kandidaten, die so, ich sage jetzt mal, uninteressant sind, dass sie nicht befragt werden müssen, nach 3 Minuten fertig sind, allerdings immer noch die Möglichkeit haben, wenn wir das unbedingt wollen, irgendwie zu einem klassischen piratischen Kandidatenbild zu kommen. Das war's. So, das ist die Geschäftsordnung vorgestellt. Frage, gibt es weitere Vorschläge zur Geschäftsordnung? Ich sehe jetzt keinen. Dann kommen wir zur Abstimmung der Geschäftsordnung. Ach doch, da gibt es noch einen Vorschlag. Dann bitte ich dich kurz auf die Bühne zu kommen. Und ja, wie ich gerade über Twitter erfahren habe, wir haben wirklich keine rot-grünen Stimmkarten, weil ich rot-grün schwach bin. Deswegen haben wir rot-blau, das kann ich nämlich super erkennen. So, dann bitte stellen Sie die Geschäftsordnung vor. Die Geschäftsordnung ist auf der DPT-Seite im Wiki verlinkt. Da gibt es 2 Vorschläge, die aber sich beide auf existierende Geschäftsordnungen beziehen, die in der gleichen Weise geändert worden sind. Die Änderungen beziehen sich nur darauf, wie über Anträge abgestimmt werden kann. Und wir hatten nach dem BPT in Offenbach zu mehreren Leuten zusammengesessen und überlegt, kann man das Abstimmungsverfahren möglicherweise beschleunigen? Die Idee war, ja, man kann. Und zwar dann, wenn die Versammlung einstimmig der Meinung ist, dass ein Antrag nicht vorgestellt werden muss und nicht diskutiert werden muss, kann man sofort zur Abstimmung schreiten. Das haben wir als Vorschlag für ein beschleunigtes Verfahren eingebracht. Dabei ist die Idee, bevor man anfängt, Anträge zu bewegen, wird eine Zeit festgesetzt oder eine Anzahl Anträge festgesetzt, von denen man erwartet, dass die ohne Diskussion, also unkontrovers verschlossen werden können. Die Anträge werden aufgerufen, dann melden sich diejenigen, die möglicherweise diskutieren wollen. Ist da jemand? Dann muss der Antrag zurückgestellt, später diskutiert werden. Ist da keiner, kann man sofort abstimmen und hat eine Menge Zeit gespart, insbesondere die Zeit für die Vorstellung des Antrags. Okay, vielen Dank für die Vorstellung. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben 2 parallel laufende Geschäftsordnungsvorschläge. Das ist einmal Geschäftsordnungsvorschlag 1, das das vorgestellt hat, und dann, was er vorgestellt hat, Geschäftsordnungsvorschlag 2. Dann rufe ich die beiden jetzt nur mit Ja abstimmen, rufe die beiden jetzt an. Die Ohren krank auf. Gibt es keine Debatte? Frage. Bitte? Haben wir keine Fragen zu den Anträgen? Achso, ihr möchtet Fragen stellen. Ja, dann bitte an das Saalmikrofon, nicht mit die Tonhände, das Saalmikrofon aufzumachen. Will ich mal rein? Ja, dann höre ich. Hallo, ich finde die grundsätzliche Idee mit dem Auslosen sehr gut, aber ich finde es schöner, wenn die Fragesteller ihre Fragen selber formulieren, weil ich vielleicht auch befürchte, dass dann hinterher Grossmann Fragen nicht richtig vorgelesen, ob es okay wäre, wenn man die Verfahren vielleicht mal zusätzliche Alternative zur Wahl stellt, dass man einfach seine Nümmerchen irgendwie einwirft und dann zieht man Nümmerchen oder 5 Nümmerchen voraus und dann dürfen die Fragesteller ihre Fragen selber formulieren. Würde ich dich einfach bitten, also wenn der Vorschlag 1 angenommen wird, würde ich das einfach bitten, das als Änderungsantrag zu formulieren? Gut. Und weitere Fragen zur Geschäftsordnung? Also keine Frage, nur eine kleine Stellungnahme. Und zwar ist diese kurze Redezeitbegrenzung sozusagen, die hier gefordert wird oder die vorgeschlagen wird, benachteiligt einfach auch die Leute, die noch nicht so bekannt sind. Dann müssen ja auch erstmal warm werden, sage ich mal, und sich auch für die Öffentlichkeit hier äußern können. Danke. Gut. Weitere Fragen? Gut. Doch, klar, doch. Ja?
keine Frage, Redebeitrag, ich mache es aber ganz kurz. Und zwar, ich habe an beiden eine ziemliche Kritik. Diese Kritik steht auf der Diskussionsseite und ich halte beide Neuvorschläge an sich für richtig, aber es sind jeweils vier Punkte, die beißen sich. Was da genau gemeint ist, das steht auf den Diskussionsseiten. Ich bitte die Leute, das zu berücksichtigen. Wir brauchen euch auch. Gut, vielen Dank. Die zweite Frage zur Geschäftsordnung. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Doch, da bleibt bitte dran. Gegenvorschlag dazu, warum behalten wir nicht einfach die Geschäftsordnung, die in Offenbach bereits bestanden hat, bei? Also du möchtest die Geschäftsordnung von Offenbach als Alternative einreichen? Richtig, dann stelle ich hiermit den Antrag, dass wir die GO aus Offenbach beibehalten, unverändert. Gut, dann haben wir drei Alternativen. Gibt es weitere Fragen zur Geschäftsordnung? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Wir machen jetzt ein Zustimmungswahlverfahren. Ich rufe die drei Geschäftsordnungsvorschläge auf. Wenn ihr für dieses Geschäftsordnung seid, hebt ihr die blaue Stimmkarte. Ihr könnt für einen, zwei oder alle Vorschläge sein. Der Antrag mit den meisten Zustimmungen wird dann abgestimmt. Dann wer stimmt der Geschäftsordnungsvorschlag 1 zu? Das war das mit den zwei Alternativen erstmal. Klar machen zum Ende. Klar machen zum Ende. Ach, Sir.